dem queeren Podcast der schwulen Community aus München für Deutschland. Wir sind hier zusammen, der Robert, der Curtis und ich. Und unser heutiger Gast ist Schwester Colora Subcutana Eterna. Du bist eine Schwester der perpetuellen Indulgenz. Sei so gut, stell unseren Gästen kurz vor, wer bist du, was muss man sich darunter vorstellen? Ich bin Schwester Colora Subcutana Eterna von den, wie du schon sagst, Schwestern der perpetuellen Indulgenz Abtei Bavaria in München, zur Glückseligkeit des Südens. Ich bin eine queere Nonne des 21. Jahrhunderts. Wir machen Präventionsarbeit, wir verteilen Kondome, wir sammeln Spenden für diverse Organisationen, sind auf queeren Events unterwegs und agieren halt mit der Community. Und verbreiten Lebensfreude, das Wichtigste. Sehr schön. Wir haben uns ein paar Vorurteile, erste Gedanken gemacht, eine kurze Runde, wo ich dir was hinschmeiße und du gibst uns einen kurzen Satz dazu als Statement. Schwestern sind die besseren Schwulen. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber wir können uns besser anmalen. Schwestern sind wie Drags mit Dresscode. Ja, jein, nein, wir sind schon etwas anderes wie Drags. Schwestern sind nicht religiös. Mögen bestimmt Religiöse dabei sein, aber die Schwestern an sich haben jetzt den Glauben nicht im Vordergrund. Schwestern sind dauernd betrunken. Ja, schwierige Frage, da möchte ich nicht drauf antworten. Schwestern lästern nicht? Nein, überhaupt nicht. Welcher Schwule oder welcher Homosexuelle lästert denn? In der Ausbildung zur Schwester darf man nicht sprechen. In der ersten Ausbildungsstufe nicht. Gut, das war so unsere Schnellrunde. Da haben wir schon ein paar erste Einblicke. Genau. Sag uns mal, was sind denn die Schwestern? Was für einen Auftrag? Was möchten sie darstellen? Warum gibt es euch? Also wie gesagt, wir sind queere Nonnen des 21. Jahrhunderts. Uns gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Wir sind 1979 in San Francisco gegründet worden, am Karfreitag. Und ja, wir sind dafür da, um aufzuklären über HIV, über SUKs. Wir sammeln, wie gesagt, Spenden für die Community. Wir sind Seelsorge für die Community. Wir haben immer ein offenes Ohr für alle. Wir verteilen Präventionsmaterial, arbeiten viel mit den AIDS-Hilfen zusammen. Ja, das ist so unsere Hauptaufgabe. Und warum gerade als Nonne? Ich meine, man hätte ja auch als, ich weiß es nicht, jeder Kerl oder so Kondome verteilen können. Ja, das kam damals durch unsere Gründungsschwestern im Endeffekt. Die haben durch Zufall ein Nonnenkostüm oder Nonnenkostüme geschenkt bekommen von dem Musical Sound of Music und haben sich dann gedacht, ach komm, mein Gott, jetzt ziehen wir die halt an und gehen damit raus in die Community. Und das ist dann so gut angekommen und das hat sich dann langsam weiterentwickelt. Und jetzt schauen wir halt alle aus wie die Schwester. Ich finde, das ist ja auch ein schönes Bild, ne? Weil die Schwester ist ja irgendwie eine gutige Person. Also genau. Das Bild für ja, die helfende Schwester. Genau, also so Nächstenliebe und so weiter und helfend, Seelsorge, offenes Ohr für alle. Das ist halt so das Bild, was die Schwester auch darstellen soll. Macht ihr das dann auch? Also ja. Seelsorge, helfen? Ja. Wir versuchen, wir haben immer noch ein offenes Ohr für alle Leute. Die können uns mit ihren Problemen löchern und uns ihre Sorgen erzählen. Wir versuchen dann natürlich auch zu helfen, wo wir können. Wenn wir zum Beispiel merken, wir kommen an unsere Grenzen, was wir jetzt machen können, dann haben wir natürlich auch immer wieder in der Hinterhand Anlaufstellen, wo wir die Leute hinverweisen können. Aber wir schauen schon, dass wir den Leuten auf jeden Fall ein gutes Gefühl geben, wenn wir uns wieder vor ihnen stellen. Die rufen euch dann ja nicht an wahrscheinlich. Also wie läuft das dann konkret ab? Ja, meistens ist es eben, wenn wir in der Community draußen sind und die sehen uns, kommen auf uns zu, sprechen uns an und dann ergibt sich das meistens. Was macht ihr aktuell? Wie überbrückt ihr jetzt diese Lockdown, diese Corona-Zeiten? Ja. Wie präsentiert ihr euch? Aktuell ist es natürlich sehr schwierig, weil wie alle anderen können wir natürlich auch nicht raus. Es hat alles zu. Ein Großteil schläft momentan das Ehrenamt, leider Gottes. Wir versuchen immer wieder mal über Online-Aktionen mit Videos auf Facebook oder Instagram ein bisschen wieder an die Community ranzutreten und dass man nicht in Vergessenheit gerät. Aber im Großen und Ganzen ist es halt momentan eine sehr schwere Situation auch für uns. Wie ist das mit dem, du sagst, ihr seid auch so als Rat und Tat zur Seite stehen, Dasein für die Leute. Kriegt ihr deswegen trotzdem noch Anfragen, gerade Leute, die jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, denen es einfach nicht so gut geht, weil ihnen das Ganze irgendwie aufs Gemüt schlägt, kommen die trotzdem an euch ran, treten die an euch hin und sagen, hey, hast du mal irgendwie Zeit zum Quatschen oder war das nur ein Phänomen, das in den Kneipen so aufgetreten ist? Es ist, glaube ich, mehr ein Phänomen, wenn die Leute uns direkt sehen.
Also über Mail oder jetzt online ist es ganz selten, dass da irgendwelche Anfragen kommen. Das ist, glaube ich, wirklich mehr dieses persönliche Gespräch unter vier Augen. Du hast vorhin gesagt, okay, die Schwestern sind Nonnen, weil per Zufall, da hatte jetzt jemand diese Kostüme und hat die angezogen und es kam gut an. Ja. Jetzt sind Nonnen aber eigentlich relativ selten bunt im Gesicht oder weiß geschminkt. Also ein bisschen mehr als Nonne ist das ja schon. Genau, und das Make-up hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund. Das Weiß soll an die Toten und Schwerkranken durch HIV und sonstigen SUKs erinnern. Und das Bunte steht praktisch für die Lebensfreude, dass es halt trotzdem weitergeht und man soll sich nicht unterkriegen lassen. Und, genau. Und wofür stehen die Titten auf dem Kopf? Ja, ich auch gerade freuen. Ja, die Titten auf dem Kopf sind eigentlich nur unsere Nonnenhauben. Das hat eigentlich nur einen pragmatischen Hintergrund, warum es Titten worden sind. Okay. Es sind aber nicht immer Titten, ne? Bitte? Es sind aber nicht immer Titten. Es gibt auch Schwestern, die haben Schwestern, die haben richtige Nonnenhauben. Ja. Es gibt auch Schwestern, die haben mehr so mittelalterliche Hauben. Da hat jedes Haus seine eigene Art, wie er seinen Kopf bedeckt. Mhm. Daran erkennt man teilweise auch die Häuser. Wie viele Häuser gibt es so und wie seid ihr so vernetzt miteinander? Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Also weltweit. Ja, weltweit kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viele Häuser es gibt. Also es sind mittlerweile sehr viele. In Deutschland fallen mir jetzt auf Anhieb, in Köln, Berlin gibt es 3 Häuser sogar, 5, ich würde sagen 8 bis 10 Häuser. Die Vernetzung ist ja mal mehr, mal weniger gut. Meistens machen die Häuser in ihrem Bereich natürlich hauptsächlich ihre Arbeit. Teilweise gibt es auch große Events, wie zum Beispiel die Volksbühne in Berlin, wo dann mehrere Häuser zusammenarbeiten, weil man das alleine auch nicht stemmen würde. Mhm. Du, du bist zwar Münchner Schwester, aber du bist ja auch gleichzeitig in der Mission Nürnberg. Was ist eine Mission? Was muss man sich darunter vorstellen? Eine Mission ist im Endeffekt, ich bin praktisch in München ausgebildet worden, stamme aber ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg, bin also eigentlich mehr im fränkischen Raum unterwegs und nicht immer in München. Und durch die Mission Nürnberg versuchen wir natürlich jetzt das Haus auch in der Hinsicht zu erweitern, dass wir in Franken auch noch zum Beispiel Auszubildende akquirieren können, die mitmachen wollen bei uns und die Schwestern noch ein bisschen weiter im ganz bayerischen Raum zu verbreiten. Wenn du sagst Ausbildung, also es ist also nicht so, ich sage, ich will da anfangen und ich schmink mich weiß, zieh ein Kleid an? Nein, so ist es nicht. Okay, wie ist es denn? Ja, es ist eigentlich ein doch relativ langer Weg als Schwester, also bis zur Schwester, sagen wir so. Es ist eine richtige Ausbildung, also man wird nicht von heute auf morgen jetzt hier weiß, bunt, Glitzer und kann dann in die Community und wird auf die Leute losgelassen. Sondern du fängst praktisch ganz, ganz klein an. Es gibt mehrere Stufen. Es geht los mit dem Aspirat. Das ist das, wo man nicht sprechen darf? Ja. Das ist unter anderem das, wo man nicht sprechen darf. Genau, das ist eigentlich die absolute Vorstufe. Da ist man ganz ins Zivil, läuft mit den Schwestern erstmal mit, schaut sich an, was machen die überhaupt, ist das was für mich, kann ich damit überhaupt arbeiten, taugt mir das? Und auch die Schwestern können sich ein Bild von dem Bewerber, sage ich mal in Anführungsstrichen, machen, ob der auch zum Orden passt oder nicht. Danach geht es ins Postulat, das ist dann die erste richtige Ausbildungsstufe. Da darf man dann auch schon das weiße Make-up tragen. Mhm. Allerdings noch keine Farben und noch kein Glitzer, sondern nur schwarz. Mhm. Hat auch nur einen weißen Kurzschleier und da darf man auch nicht sprechen. Da ist man wirklich nur dabei, schauen, beobachten, lernen. Mhm. Das ist so die zweite Ausbildungsstufe. Danach kann man dann befördert werden, wenn der Orden der Meinung ist, man ist soweit, in die nächste Ausbildungsstufe. Das ist dann das Noviziat. Im Noviziat darf man dann auch schon ein bisschen Farbe auftragen. So im Augenbereich. Man darf dann auch schon interagieren mit der Community. Man bekommt das erste Mal die Titten, allerdings in schwarz oder weiß, mit einem weißen Schleier. Und ja, das ist eigentlich so die längste Phase der Ausbildung, würde ich sagen. Weil da lernt man, wie man Spenden sammelt, wie man auf die Leute zugeht, wie man mit ihnen wirklich kommuniziert. Und ja, nimmt ganz, ganz viel mit für die spätere Zeit als Schwester. Und das ist auch die einzige Ausbildungsstufe, wo man dann irgendwann selber sagen kann, ich fühle mich jetzt bereit, ich möchte jetzt den Weg zur richtigen Schwester gehen und dann stellt man selbst den Antrag auf Beförderung. Der muss dann bewilligt werden und dann ist die Schwesternweihe. Und dann ist man erst die voll ausgebildete Schwester und darf dann im Kunterbund mit viel Glitzer durch die Kommunikation ziehen. Dann ist man fertig. Das klingt da schon so ein bisschen nach Hierarchie, wenn ich das sagen darf. Ist es auch so gegliedert, dass es eine Oberschwester gibt oder? Mehr oder weniger ja. Also unser Haus ist gegliedert wie in einem Kloster, wie in einer Abtei.
Deswegen nennen wir uns ja auch Abtei zur Glückseligkeit des Südens. Wir haben eine Mutter, das ist praktisch die, ja, würde man vergleichen mit einem Verein, mit dem Vorstand. Dann haben wir noch zwei Beisitzer, wir haben eine Sekunda und eine Tertia, also Schriftführerin und Kassenführerin. Und dann gibt es natürlich die Hierarchiestufen Schwester, Novizin und je nachdem, wie die Ausbildungsstufen gerade sind. Okay. Ja. Diese Ausbildung hast du ja durchlaufen. Warum hast du das eigentlich, also warum machst du das? Warum hast du gesagt, ich will Schwester werden? Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war 2017 bin ich in München zum Bavarian Mr. Leather gewählt worden. Ich erinnere mich, ich habe sogar Fotos dabei. Ja. Die zeigen wir dann nachher auch auf dem Bildschirm. So sahst du aus, ne? Als du kurz bevor du geweiht wurdest. Genau, das war ganz was anderes noch. Stammer Kerl. Ja, und da bin ich eigentlich auch so richtig das erste Mal mit den Schwestern näher in Kontakt gekommen. Und habe die Arbeit von denen gesehen und fand es eigentlich ganz klasse, was die machen. Und nachdem so ein Misteramt ja auf ein Jahr begrenzt ist und mir diese Arbeit auch für die Community als Mister schon so viel Spaß gemacht hat und ich die Schwesternarbeit eben so toll fand, habe ich mir dann überlegt, wie könnte ich jetzt weiter für die Community da sein? Und nach etlicher Überlegung habe ich mir dann gedacht, okay, ich versuche die Ausbildung zur Schwester zu machen. Mhm. Weil ich halt auch finde, man kann als Schwester viel besser noch mit der Community arbeiten, als wir jetzt als Mr. Leather. Als Mr. Leather repräsentierst du praktisch diesen harten Kerl in schwarzem Leder und du bist halt für Außenstehende doch meistens eher unantastbar. Also die meinen schon immer so, der will ja eh nichts mit mir zu tun haben und da tust du dich natürlich wahnsinnig schwer, richtig mit der Community zu arbeiten. Und du bist halt auch auf die Fetischszene mehr oder weniger festgelegt. Und als Schwester allein durch dieses Auftreten hast du ein ganz anderes, ganz anderen Input an die Leute, oder so ein Output, du wirst einfach anders wahrgenommen. Und die Leute kommen auch selber auf dich zu, weil die finden das interessant, wie du aussiehst und dann fragen die sich schon und ja, da kannst du eigentlich ganz, ganz anders arbeiten. Und dann sahst du sozusagen, ungefähr zwei Jahre nachdem du Mister warst, sahst du dann ja so aus, ne? Allmächt, ja. Allmächt, ne? Da bist du noch als... Da war ich noch Novizin. Da warst du noch Novizin und kaum warst du Schwester, hast du angefangen, die Jungs abzuknutschen, zumindest sieht das... Das gehört zum Job. Was haben denn die, was hat denn so die Szene Wahnsinn. Gesagt, so diese Lederszene als aus diesem Prachtexemplar eines Lederkerls, den sie ja gewählt haben, plötzlich eine Schwester wurde? Fanden das alle super oder gab es da auch lange Gesichter? Es gab beides, würde ich sagen. Also es gab schon manche, die waren erschrocken, muss ich sagen, wo sie dann mitbekommen haben, ach, der ist jetzt auf einmal Schwester. Andere fanden das ganz toll und wiederum andere habe ich erlebt hier auch auf dem Starkbierfest in München, wo ich das erste Mal dann als Postulantin dabei war, die haben mich gar nicht mehr erkannt. Also die waren dann total perplex, wer das jetzt überhaupt ist. Da war eine witzige Geschichte mit einem Lederkerl aus Spanien, den ich recht gut kenne und den habe ich noch ganz lieb begrüßt am Wahlabend. Und am nächsten Tag kam dann von ihm eine WhatsApp, ja, wo warst denn du? Ich habe dich gar nicht gesehen. Du hast doch gesagt, wir sehen uns. Und ich so, ja, ich war da. Ich war die mit dem weißen Gesicht und dem Schleier. Ach, das warst du? Ja, ganz witzig. Okay. Wie kamst du auf den Namen Colora? Colora, der Name ist, darf ich dir das geben? Ja, natürlich. Der Name ist eigentlich entstanden spontan. Colora subcutana eterna heißt ungefähr übersetzt die Farbe auf ewig unter der Haut, allein durch meine vielen Tätowierungen. Und da dachte ich mir, das passt ganz gut. Und halt auch schön bunt für den Regenbogen. Und also hast du auch ein Schwestern-Tattoo? Nein, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Okay. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, viele Verzierungen auf dem Körper und viele Verzierungen auch auf deinem Latz. Unser Ordenskragen. Genau. Ordenskragen, ja. Das Schöne ist, wir sind diesmal mit Bild. Kannst du uns zu den einzelnen Buttons sagen, was sie darstellen? Die sind ja auch meistens nicht aus Zufall da. Ja, also ich versuche es jetzt mal, weil ich sehe es jetzt von hier oben gerade nicht, welche ich gerade wirklich auch drauf habe. Also los geht's mal hier unten, das ist unser Namensschild, wo jeder dann auch sieht, mit wem was zu tun hat. Das ist ein Muss, das muss immer am Kragen sein, genauso wie die Age-Schleife natürlich und wie der Hausbutton, dass die Leute wissen, zu welchem Haus, zu welchem Orden wir gehören. Ja, dann habe ich hier, was habe ich denn hier alles Schönes heute? Ich habe von uns, da hatten wir in München mal ein tolles Fotoshooting, das Abendmahl nachgestellt. Das ist natürlich was Persönliches, da war ich auch noch Mr. Leather auf diesem Bild. Deswegen also was von Herzen, das muss natürlich mit dabei sein. Dann habe ich hier zwei liebe Mitschwestern, einmal unsere ehemalige Mutter und unsere älteste Schwester im Orden. Die mag ich beide ganz sehr, sehr, sehr gerne, deswegen trage ich die auch immer mit bei mir. Was haben wir denn hier noch? Dann haben wir so Buttons, die wir Schwestern auch in der Community verteilen. Unique Loves You, Unique Loves Ears.
Diese Faust hier in Lederfarben, die habe ich auch von einem guten Freund bekommen. Der war auch Mr. Leather. Soll die Stärke natürlich repräsentieren von der Community. Finde ich ganz toll. Was haben wir denn noch dabei? Szenegröße. Szenegröße. Ja, einfach was zum Spaß. Mhm. Dann sehe ich, glaube ich, Carmen da oben noch. Oder? Genau, natürlich muss Münchner Prominenz auch vertreten sein. Geht ja gar nicht anders, unsere ehemalige Maikönigin. Ja, ja, und lass mich raten, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt von allen Buttons, den du hast. Genau. Und du hast vermutlich ja auch nicht nur ein dieses Kleid. Wie viel Platz braucht eigentlich, wer braucht eigentlich mehr Platz im Schrank? Die Schwester. Ne? Ja, definitiv. Ja. Und vor allen Dingen im Schuhschrank. Ja, was ist da so zusammen? Ja? Also mittlerweile hat die Schwester einen kompletten Schrank voll Klamotten und ich glaube bestimmt 20 Paar Schuhe bisher. Ich bin ja erst seit einem Jahr ausgebildete Schwester. Also das so jung noch? Ja, es wird schon noch ein bisschen was dazu kommen. Okay, also pro Jahr 20 Schuhe? Ja, ich hoffe doch. Okay. Solange mein Mann mitspielt. Ja, du sagst, du bist jetzt seit einem Jahr fertige Schwester. Gut, da ist jetzt ein bisschen ein Störfall dazwischen gekommen, um wirklich oft in der Szene zu sein. Aber was war so in deiner Ausbildungszeit, in deiner Zeit als Schwester bisher so das skurrilste, das schönste oder das schlimmste Erlebnis, das du mit uns teilen möchtest? Das ist eine gute Frage. Also schön sind eigentlich alle Erlebnisse. Da kann ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich genau rauspicken, weil die Arbeit an sich einfach so viel Spaß macht. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich als Schwester irgendwo unterwegs sein kann. Was mir aber wirklich immer in Erinnerung bleibt, sind so die kleinen CSDs, so, wo du wirklich extreme Nähe zu den Leuten hast, die da sind. Da denke ich ganz arg zum Beispiel an den CSD in Regensburg, der war relativ emotional, muss ich sagen. Da waren so viele Jugendliche da, die, mit denen wir arbeiten konnten und mit denen wir sehr tolle Gespräche führen konnten. Oder auch so der ganz kleine CSD in Amberg, also das war auch eine super Sache. Und das sind so Sachen, ja, da freut man sich immer, wenn man da auch der Community zeigt, okay, ja, wir sind auch für euch da und nicht nur in dem großen München. Und das macht natürlich richtig viel Spaß. Ja. Gerade bei den kleinen CSDs kam ja auch die Frage auf, braucht das denn auf dem Dorf? Wie siehst du das denn? Also ich finde, es braucht es immer. Also Sichtbarkeit ist das A und O, weil wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Und warum nicht? Und wenn es Leute gibt, die sich dafür engagieren und die das toll finden, dann sollen die das veranstalten und ich finde es klasse. Hast du als Schwester so eine ganz persönliche Mission, irgendein Ziel, das du erreichen möchtest, irgendwas, wo du dich besonders engagierst, oder? Nicht direkt jetzt. Wie gesagt, mir macht einfach die allgemeine Arbeit als Schwester so wahnsinnig viel Freude. Gerade eben das, was ja leider momentan nicht geht, mit den Leuten interagieren, mit den Leuten Gespräche führen. Und sowas, das sind einfach Sachen, die, ja, die geben einem so viel. Und Schwester ist ja auch ein Amt auf Lebenszeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt ein Jahr macht und dann ist es wieder vorbei. Und dadurch habe ich jetzt da keine richtig festen Ziele. Ich schaue natürlich, dass ich das Beste machen kann als Schwester, dass ich möglichst viele Organisationen unterstützen kann. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir unglaublich viele Spenden manchmal zusammenbekommen für kleinere Organisationen, die oft nicht so bedacht werden. Ja, und das ist eigentlich so das, was mir an dem Job so richtig Spaß macht. Das heißt, viele schöne Erlebnisse. Ja. Gab es auch schon mal blöde Erlebnisse? Also ich könnte mir vorstellen, gerade die Schwester, ja, wenn man da auch so jemanden, der sehr religiös ist, trifft, das kann ja schon auch mal blöd werden, oder? Kann auch mal heikel sein. Also da hatte ich bis jetzt zum Glück noch keine Erlebnisse. Mhm. Das Einzige, was ich, was man öfter mal mitkriegt als Schwester, ist, dass du irgendwo durch die Straßen läufst und dann kommen so Sprüche wie, ja, ist denn schon wieder Fasching oder so? Aber gut, damit muss jeder in der Szene leben. Das kann ja auch als Ungeschminkter passieren, dass du blöd angemacht wirst. Aber das ist wirklich verschwindend gering, muss ich sagen. Also überwiegend werden wir auch ganz positiv vor der Gemeinschaft und nicht nur vor der queeren Community, sondern auch von allen wahrgenommen. Das ist eigentlich sehr schön. Du hast ja ein paar Mal schon gesagt, Kondome, also Spenden sammeln, den Leuten ein Ohr schenken, aufklären und Kondome verteilen. Jetzt, da die PrEP ja eine Kassenleistung ist und auch viele mitbekommen, zumindest in München, ja, wollen die Leute überhaupt noch Kondome? Also gehen die noch weg? Ja, sie gehen schon noch weg. Ja. Also die Leute nehmen es immer ganz gern. Teilweise werden sie auch nicht gefragt, wir tun es denen einfach in die Hand. Was die dann damit machen, ist ja dann ihre Sache. Aber wir klären natürlich auch über alle anderen Formen des Safer Sex auf. Also jetzt nicht nur Kondom ist das Ultimative, sondern es gibt natürlich eben die PrEP, es gibt die Therapie als Vorsorge und so weiter. Und da klären wir schon ganz auch alle anderen Wege auf. Was ist denn da dein Eindruck, ist so der Aufklärungsstand in der Durchschnittsszene?
Hast du da, was die PrEP angeht, gibt's da, triffst du da auch manchmal auf Leute, die noch gar keine Ahnung haben? Oder? Gibt's auch, wobei ich sagen muss, ist in der Szene selbst die Aufklärungsquote schon relativ gut. Was mich immer wieder erschreckt ist, wir kommen ja auch mit szenefremden Leuten in Kontakt, wie wenig diese ganzen Sachen im heterosexuellen Bereich bekannt sind. Mhm. Und das erschreckt mich eigentlich noch mehr, da haben wir fast noch mehr Arbeit zu leisten als jetzt in der Szene selbst. Die kenne ich auch ganz gute Freunde, die wussten zum Beispiel bis sie mich jetzt als Schwester mal getroffen haben, gar nicht, dass es sowas wie die PrEP überhaupt gibt. Hm. Angenommen, die Wissenschaft würde ein Impfstoff oder ein Medikament zur Heilung von HIV-AIDS finden, werdet ihr dann arbeitslos oder müsstet ihr dann einfach euch weitere Themengebiete suchen? Also ich glaube nicht, dass wir arbeitslos werden, weil es gibt ja auch noch andere Geschichten außer HIV-AIDS. Was leider momentan auch wieder immer mehr auf dem Vormarsch ist, auch durch die PrEP muss ich sagen, sind alle anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wie Syphilis, wie Tripper, wie Filzläuse oder sonstige Geschichten. Und da die Leute auch wieder zu sensibilisieren, ist es schön, wenn ihr die PrEP nehmt. Ihr könnt euch zwar mit HIV nicht mehr infizieren, aber passt auf, es gibt auch noch andere Sachen. Und die, wenn unerkannt sind, wie jetzt auch Hepatitis oder Syphilis oder so, wenn die nicht behandelt werden, dann können die auch richtig ernst werden. Und dadurch denke ich nicht, dass wir da arbeitslos werden. Und es wird auch immer Organisationen geben, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen. Wir spenden zum Beispiel auch an Kinderhospize, Kinderkrankenhäuser und so weiter. Und da, glaube ich, haben wir schon immer gut zu tun. Und das Geld, was ihr einsammelt, ist nicht nur für eure Arbeit, weil ihr habt ja auch bestimmt Reisekosten oder Ähnliches, ja, sondern ich sage dann auch, der größte Teil wird ausgeschüttet. Geld benötigt haben, das spenden wir dann weiter. Genau. Prinzip, wenn du sagst, der größte Teil, also wenn der ist eine Spendendose mit, ja, zum Beispiel vom Sub kommt, da geht ja 100% an Sub. Genau. Ja, und dann aber der größte Teil, ich meine, ja, die Schwestern sind jetzt ja auch ein Verein. Ne? Genau, wir sind jetzt auch seit, würde ich sagen, jetzt auch fast einem Jahr, ein eingetragener Verein, gemeinnütziger Verein. Die Zeit vergeht, wenn eine Pandemie ist. Ja, das ist Wahnsinn. Man macht zwar nichts, aber die Zeit geht trotzdem rum. Wir dürfen jetzt auch für uns selbst sammeln, machen wir teilweise auch. Weil klar, Vereinsleben und das ganze Schwestern-Ding möchte ja auch bezahlt werden. Also es ist ja auch nicht alles umsonst. Es geht auch ganz gut ins Geld, auch wenn es ein Ehrenamt ist. Aber größtenteils sammeln wir immer noch für andere. Also wir bekommen eben auch von Organisationen Direktspendendosen. Wie du schon sagst, da geht natürlich die Einnahme direkt dorthin. Oder wir haben so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Vollsummen, wo mir dann auch Anteile der Spenden uns zugewiesen werden. Und die werden meistens weiterverteilt direkt. Wenn man auf die Webseite von den Schwestern geht, da sieht man dann viele Schwestern, interessanterweise viele Schwestern mit Bart, also Sisters Bavaria, eine SBI Bavaria. Man sieht nur Männer. Ja. Können nur Männer Schwestern werden? Nein. Nein. Wir sind ein komplett genderoffener Orden. Also bei uns kann jeder mitmachen, der möchte. Mhm. Egal ob Männlein, Weiblein, divers, wer auch immer, es kann jeder bei uns einsteigen und die Ausbildung machen. Mhm. Wir haben jetzt sogar mittlerweile eine non-binäre Person bei uns in der Ausbildung. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, sogar bei mir in der Mission in Nürnberg. Das ist schön. Ja. Wie geht das aktuell? Liegt die Ausbildung gerade auf Eis oder wie beschäftigt ihr das jetzt weiter in Corona-Zeiten? Ja, aktuell liegt es natürlich überwiegend auf Eis, weil man kann natürlich den Auszubildenden nichts beibringen, wenn man selbst nicht unterwegs ist. Das ist natürlich schwierig. Man kann halt schauen, dass man über Noviziatstees online die Sistery beibringt, den Hintergrund der Schwestern und so weiter. Aber richtig arbeiten funktioniert momentan halt leider nicht. Und da wird natürlich sich auch die Ausbildung der ärmsten Schwester oder in Altschina in Spee sich doch noch etwas hinziehen. Mhm. Also wenn ihr redet von der Geschichte der Schwestern als Ausbildungsteil und so, gibt es auch Prüfungen dann als Schwester? Nein, also richtige oder? Prüfungen gibt es nicht. Irgendwelche Pflichtdinge, die man absolvieren muss, bevor man weiterkommt? Ja, Pflichtdinge gibt es. Also man muss in der Ausbildung ein Projekt machen. Das sollte für die Community da sein, das kann für den Orden da sein. Das ist aber so eigentlich das Einzige, was man wirklich machen muss. Ja, und das kann man entweder im Postulat oder im Noviziat, sollte dieses Projekt dann abgeschlossen sein. Mhm. Das ist dann sowas wie eine Spendengala zum Beispiel? Oder man kann auch... eine Mitschwester von mir, die hat damals Küchlein gebacken und hat die dann auf dem Weihnachtsmarkt verkauft und hat dann die Spenden weiter verteilt. Ja, lauter solche Geschichten. Ich hab zum Beispiel selber in meinem Ausbildungsprojekt
habe ich ein Event organisiert anlässlich der 40-jährigen Jubiläum der Schwestern. Mhm. Konnte ich dann leider persönlich nicht teilnehmen, doch andere Gründe. Aber das waren zumindest zum Beispiel so Sachen, wo man da als Projekt starten kann. Das hast du, haben wir ja gerade drüber gesprochen, was Corona gerade so eine Auswirkung auf die Arbeit der Schwestern hat. Ja. Aber das wird ja irgendwann vorbei sein. Ja, irgendwann gehen, oder zumindest die Kneipen werden irgendwann wieder auf sein. Ja. Gibt es da schon einen Schlachtplan, was wir dann machen? Ja, es gibt so einen groben Schlachtplan, würde ich sagen. Wir wollen auf jeden Fall wieder raus in die Community. Wir wollen den Leuten wieder sagen, hallo, uns gibt es noch, wir sind noch da. Mhm. Wir werden auch wieder Kneipentouren veranstalten, werden aber je nachdem, was natürlich erlaubt ist, entweder nur vor der Tür draußen stehen und den Leuten ein bisschen zeigen, dass wir eben da sind und uns mit denen unterhalten. Wenn man natürlich auch darf, dann gehen wir natürlich auch gerne wieder rein. Momentan ist natürlich auch mit Spenden sammeln und Giveaways verteilen ganz schwierig, weil man soll ja auch nichts direkt aus der Hand geben. Aber ich denke, das wird sich hoffentlich bald wieder normalisieren, dass wir wieder zu unserem regulären Arbeiten übergehen können. Dann drücken wir mal die Daumen uns allen. Ja. Ich habe keine Karten mehr. Dann sind wir durch. Das ging aber flott. Das ging ja. Das ging tatsächlich flott, ja. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Jetzt suche ich gerade die Kamera, die an ist. Das ist die hier. Wir sind Profis, das merkt man doch. Auch vielen lieben Dank an die Zuschauenden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir melden uns mit neuen Folgen in Wälde. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ciao.